Jede Menge. Neue und auch echt schöne Pfeile von Sphere. Wir werfen einen ersten Blick drauf, gehen die Spezifikation durch und sagen, welcher Schaft oder welcher Pfeil wofür am besten ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Wir haben jede Menge Pfeile. Sind neu, die sind schön, die wollen ein bisschen fliegen. Und die sind alle von Sphere. Die haben echt nachgelegt in der Produktlinie und haben noch ein paar Modelle rausgebracht. Die sind einfach vom Einsatzgebiet super. Die haben super Spezifikationen, die haben einen Haufen Komponenten. Das ist im Prinzip mal wieder ein Demokratisierungsschritt, ne? Also das sind von der Machart und von der von dem, was die so, ne, was die so können, sind das eigentlich Pfeile, die hätte ich mir vor 10 Jahren gewünscht, ne? Dass man die für erschwingliches Geld bekommt. Da waren die noch super teuer. Sphere macht das Ganze jetzt einfach nochmal eine Nummer preiswerter. Muss man einfach sagen, ist die richtige Richtung, ja, klar. Was haben wir? Wir haben coole Komponenten. Hier, tropfenförmige Spitze zum Einkleben. Gibt auch welche mit Schraubspitze. Hier, den da zum Beispiel, ist jetzt aber keine drin. Kann man auch eine einkleben. Wir haben unterschiedliche Formate, dicke, dünne. Also nicht dick, dick, aber so normal dick und eher schlanke Pfeile. Wir haben super Designs. Gucken wir mal an hier. Ja, vorne Klassiker. Hinten Carbon-Optik. Ja, wir machen ja auch einen Sport, der irgendwie viel Tradition hat und trotzdem mit modernem Gerät immer besser geworden ist, ja. Und das finde ich, das darf man ruhig auch im Design sehen. Super Komponenten, die Nocken gefallen mir super. Die sind hier auf so einem Pin drauf, bei denen in vielen Fällen. Ich habe mal geschaut, bei manchen Modellen passen aber auch Nocken von meinen anderen Schäften da rein. Also man kann eben auch da kombinieren, ja, und eigene Präferenzen verwirklichen, wenn man das möchte. Die haben wir jetzt alle mal, fast alle, innen mit Federn befiedert. Hier super liebevoll. Ja, so sehen die aus, wenn die aus der Bogensportwerkstatt von der Bogensportwelt kommen. Top verarbeitet. Keine Nasen vom Kleber, nothing. Hier, ich frage mich dann immer, ne? Also ich klebe ja auch Fletschen an so Compound-Pfeile. Aber hier, das hat eine Präzision und eine Festigkeit. Toll, ja. Also man muss sich da schon fragen, warum noch selber kleben. Man braucht zum Pfeilekleben eine Menge Erfahrung, wenn das richtig gut werden soll. Es macht auch Spaß, lernt man auch was. Ist nicht das Ding. Braucht aber auch gutes Mal, also wenn es so gut werden soll, braucht man auch ein Befiederungsgerät. Sondergleichen. Deswegen auch hier, ne, die Option, nur den Schaft bestellen oder schon fertig befiedert. Tippitoppi. Jetzt gehen wir es mal nach der Reihe durch. Welchen nehmen wir denn zuerst? Magneto Sphere Slam. Zu dem Preis, Wahnsinn. Also, der Magneto hat den Namen deswegen bekommen, weil er so die Blicke auf sich zieht. Das ist auch wirklich keine Übertreibung. Schön. Auch hier. Die Gestaltung echt gut. Echt gut. Das ist ein relativ dünner Schaft. Es ist kein super, super dünner Schaft. Wir haben neulich mal die Contender und den Rival gezeigt. Der ist noch ein bisschen dünner. Der ist jetzt ungefähr so dick wie ein VAP war immer. Also oder ist. Ja, also Victory VAP. Ich denke, wer schon ein bisschen Bogen schießt, der weiß, was ich meine. Das ist noch ein alter Schaft hier. Mein Sohn mal abgesägt und so. Naja, jedenfalls, die sind gleich dick. Die sind nicht auch gleich dick. Die haben auch das gleichen Innendurchmesser. Ich habe jetzt einfach mal von meinen VAPs da hier so eine Nocke reingemacht. Geht. Das ist eine Beiternocke. Super. Also ich schieße immer Beiternocken, weil ich ein relativ tiefes Nockbett haben möchte. Ja, kann man machen. Ja, man kann also die Komponenten von den Pfeilen einfach rausmachen und wenn man das möchte, hier selber eine verwenden. Muss man aber nicht. Also ich sag mal, diese
also auch mit Pin. Ja? Also angenommen, ich habe eine Pin-Locke. Ich mag das Thema mit dem Pin eigentlich sehr gerne, weil angenommen, ich treffe den Pfeil hinten drauf und zerschieße mir den Locker, ja, und da ist jetzt hier dieser kleine Metallstift dazwischen. Dann schützt er den Schaft. Das ist, ist schon was wert. Aber auch die normalen Pinlocken würden auch auf diese Pins drauf passen, die wir da haben. Ist gut. Das heißt, man kann dann auch von anderen Herstellern was kombinieren, falls man das wollte. Okay? So, welchen hat man? Den Magneto. Genau. Schauen wir uns mal die technischen Spezifikationen an. Den gibt es ab einem Spine von 400. 400 ist ein relativ harter Spine. Ich schieße 400er auf den Compoundbogen. Okay? Und geht bis 1200, könnte man die bestellen. Maximale Länge 32 Zoll. 32 Zoll, also ich schieße meine auf den Compound, muss ich mal so sagen. Ja? Aber gekürzt auf, ich glaube, so gut 26 und noch was irgendwie Zoll. Nur Schaftlänge. Man hat bei einigen Herstellern immer das Problem gehabt, dass die eigentlich super Modelle bauen. Aber wenn ich eine sehr lange Auszuglänge habe und habe, ich brauche wirklich einen Pfeil mit einer Schaftlänge von mehr als 30, ist dann manchmal Schluss, ja. Ich glaube bei Goldtip bei 29 Zoll oder so. Das ist hier nicht der Fall. Die kommen in einer Maximallänge von 32 Zoll und werden dann so gekürzt, wie man sie haben möchte, wie man sie kürzen sollte, auf welche Länge und so. Einfach mal das Thema Spine-Wert gucken, auch welchen Spine man da aussucht. Gibt es einen Rechner auf der bogensportwelt.de Seite. Der ist super. Der hat ein Schaftgewicht bei 400er Spine, also bei dem härtesten Spine, den es den gibt, von 9,98 Grain pro Inch. Bei einem 600er, dem 600er Spine, würde man mit einem relativ starken traditionellen Recurve-Bogen schießen, 7,5 und so weiter. Also je weicher die Spines werden, desto leichter werden die Dinger. Ist klar, bei 800 6,31 und so weiter. Das ist jetzt kein super leichter Schaft. Okay? Das ist schon eher ein Schaft, der ist tatsächlich gedacht für den Einsatz im traditionellen Bogensport. Wir haben es in einem der Frage-Antwort-Videos mal erzählt. Viele der Bogenhersteller, und es macht auch Sinn bei so Holz und Laminierten und Glasfaser und auch mit Carbon, es macht Sinn, nicht zu leichte Pfeile zu schießen. Ja, ein schwererer Pfeil nimmt mehr Energie aus dem Bogen mit, hält alles viel länger, werdet ihr das sehen. Ja. Aber der ist auch nicht schwer, also er ist jetzt nicht super leicht. Also ich habe welche, die sind wirklich super leicht für einen Compoundbogen. Auch in einem 400er Spine. Die würde ich aber jetzt mit einem relativ, also sagen wir mal, mit allem traditionellen Bogengerät, würde ich so ein Modell auch nicht schießen. Ja, das wäre mir einfach zu wenig Gewicht. Ich will ja nicht, dass es scheppert. Soll ja auch ein bisschen halten alles. Und ich mag das Scheppern auch nicht, da ist immer Gefahr, dass das locker geht und so weiter. Das heißt, wir haben hier einen Pfeil, den kann man auf dem Compound, wenn man jetzt Target-Disziplinen schießen möchte und möchte einen schweren Pfeil haben, ja, weil der sich gut durch Wind und Wetter macht. Ja. Auch hier ein schlanker Schaft. Ja. Das hier ist so ein Standardformat. 3K Extrem, zeigt man auch gleich. Ja, ist natürlich, da ist der Magneto Slim zumindest, ist da sehr, sehr viel dünner. Ja. Bringt eine Menge auf lange Distanzen, bringt im traditionellen Bogensport auch was, einen dünnen Pfeil zu schießen. Man möchte ja immer, dass der Pfeil möglichst gerade aus dem Bogen rausgeht. Das hat zu tun mit dem Spine, hat aber auch zu tun mit dem Bogenfenster. Ist der Pfeil sehr dick, das Bogenfenster nicht weit genug über die Mitte geschnitten, kann es passieren, der Pfeil schaut schräg aus dem Bogen. Ja, und diese Gefahr habe ich bei einem schlanken Pfeil deutlich minimiert. Magneto Sphere Slim. Nächster Pfeil wäre der Pyro Sphere. Also muss ich sagen, gefallen mir die Farben unheimlich gut. Ne? Schön gemacht. Liebe zum Detail irgendwie. Also ich überhaupt, also auch die Befiederung mal wieder tippitoppi. Auch hier. Tropfenförmige Spitze. Auch hier Nocke mit Pin. Der Pyro Slim. Also es gibt eine ganze Slim-Line. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe es auch nicht früher mal in Diät. Aber auf jeden Fall von den Sphere. Die haben jetzt einige so schlanke Modelle rausgebracht. Der Pyro Sphere Slim. Wahnsinn, zu dem Preis. Ebenfalls
in maximal 32 Zoll zu haben, Außendurchmesser 6,07, also genauso wie der andere, Schaftgewicht Grain pro Inch bei 400er 9,59 Grain pro Zoll steht hier, ist also pro Inch ist ja das gleiche. Ne? Ja, gleiches Spiel, ist im Prinzip ein nicht zu leichter Schaft, wahrscheinlich würde ich sagen, in erster Linie gedacht für so einen traditionellen Einsatz. Na, kann man schon fast sagen, ist Geschmackssache, wem einem der hier besser gefällt, super. Der andere, oder der andere, ist auch super. Ansonsten gleiche Formate. Dann haben wir hier noch den Magnetus 4, haben wir schon gezeigt. Den hatte ich jetzt nur noch mal dabei, wegen... Ah ja, genau. Wegen der Nocke, da habe ich mal so eine Nocke von mir reingemacht. Also man kann eben auch, wenn ich jetzt einen habe, der so einen Pin hier hat, ne? Auch hier wieder das gleiche Pin-Format, kann ich eben auch andere Hersteller von den Nocken dann da drauf tun. Und in der Slimline-Serie, glaube ich, ist hier der absolute Preisknüller, der Slimline Pro. Ja, ein bisschen spartanischer gestaltet. Aber auch ein hübscher Pfeil, muss man echt sagen. Slimline, wo ist er? Gucken nach den Specs, was der so kann. Da ist er. Mensch, ist der günstig. Ja, also im Prinzip der noch etwas günstigere kleine Bruder von den beiden, die wir eben gezeigt haben. Wahnsinn, gleiches Gewicht, gleiches Innen- und Außendurchmesser bei einem 400er Spine. Da habt ihr Optionen, ja, für den traditionellen Einsatz. Oder auch wer einen etwas schwereren Fall sucht für den für Compound. Also 400er Spine ist wirklich Compound-tauglich. Diese Einklebspitzen, das ist toll. Wirklich gut gemacht. Ich finde, die Komponenten sind echt stark. Die sind so ein bisschen tropfenförmig, macht so ein Pfeil oder diese Spitze eben noch windschlüpfriger. Ja, allgemein dünne Pfeile, die machen sie einfach gut auf lange Strecken. Ja, was du auf lange Strecken triffst du auch auf kurze. Okay. Und dann haben wir hier noch einen. Der fällt jetzt so ein bisschen im Format aus der Reihe. Das ist der 3K Extreme. Ist ein bisschen dicker. Der hat so das Format von einem Goldtip Ultralight oder von einem Lightspeed, ja. Also der ist nicht dick, der ist Standard dick. Macht unheimlich Sinn für alles, was man jetzt, wo es nicht so wahnsinnig weite Distanzen zu schießen gibt. Halle, 3D, ja. Bisschen dickerer Pfeil, reißt ein bisschen mehr Linie, ist klar. Der ist auch schon mal hier befiedert wie ein Compound-Pfeil. Klar. Und der ist eben durch dieses Gewebe, kann man das gut sehen. Also werden die Carbonfasern so übereinander gewoben. Ja, natürlich super stabil. Gibt es in einem Spine ab 350 bis 800. Also, da würde ich sagen, der ist im Prinzip für alles, was Compound schießt oder relativ starke traditionelle Bögen oder auch Recurve. Das ist auf jeden Fall eine Option. Und er hat bei einem 400er Spine, sage und schreibe, nur... Ee, hat er 8,28 Grain pro Inch. Also jedes Stückchen von dem Rohr hier wiegt 8,28 Grain. Das ist kein super leichter Pfeil. Ist aber auch nicht schwer. Also alles so unter 9 ist irgendwie... So in dem, sagen wir mal, zwischen 7 und 9, das ist so die Gewichtsmittelklasse, ja, Mittelgewicht. Macht also auch entsprechend Fallgeschwindigkeit, wenn ich mit dem Compound schieße und so. Super. Komponenten habe ich gecheckt. Man kriegt die hier zum Beispiel, ich glaube, standardmäßig mit Insert und Schraubspitze. Macht für viele Einsatzzwecke Sinn. Vor allem, wenn ich rausfinden möchte, wie mein Setup perfekt ist, da kann ich so ein Spitzengewicht mal schnell variieren, indem ich die eine rausschraube und die andere reinschraube. Ist gut. Man kann aber eben auch Standardkomponenten herstellen, also zum Beispiel von dem Ultralight
die Spitze und die Nocken und sowas, die passen da auch rein. Mir gefällt die Nocke sehr gut. Schönes, tiefes Nockbett, keine scharfen Kanten. Tippitoppi. Echt gut. Jo. Würde ich sagen. Jede Menge Optionen, ja. Zum Glück ist Sommer, wir können draußen schießen. Vielleicht sehen wir uns auf einem der nächsten Turniere, vielleicht mit diesen Pfeilen. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass da jemand deutlich mehr Punkte schießt als ich damit. Wäre aber möglich, ja. Und falls dem so ist, herzlichen Glückwunsch und außerdem viel Spaß mit den neuen Modellen von S4. Bis dann.